Sehr verehrter Präsident, meine Damen und Herren! Besser als das, was Herr Gagel hier gerade von sich gegeben hat, kann man sich nicht disqualifizieren. Herr Gagel, es bringt überhaupt gar nichts, wenn Sie einzelne Worte und einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißen und dann hier als Begründung Ihrer Verschwörungstheorie zum Besten geben. Herr Gagel, wissen Sie, ich hab noch darauf gewartet. Nun lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich habe Ihnen doch auch zugehört. Nun halten Sie mal ein bisschen die Luft an. So, ich hab gerade noch darauf gewartet, dass von Ihnen noch kommt, schade, dass die Sonne nachts nicht scheint. Tagsüber ist es ja sowieso hell. Das ist das Niveau, auf dem Sie hier diskutieren. So. Aber ich glaube, ich möchte gar nicht das tun, was Sie hier immer provozieren möchten, dass man sich an Ihren kruden Vorstellungen abarbeitet. Ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den wir nicht eingehen sollten, sondern wir sollten zum Thema sprechen. Und die GRÜNEN haben eine Aktuelle Stunde beantragt zu dem Thema Klimawandel und Klimprax. Und dazu soll es jetzt auch gehen. Ich hatte mir gedacht, na ja, Klimawandel wirksam bekämpfen, jetzt kommt da tatsächlich was auf. Frau Feldmayer, Sie haben mir 5 Minuten erzählt, aber es kam mir ein Stückchen vor, als wenn die GRÜNEN feststellen, wir haben einen Wasserrohrbruch verglichen mit dem Klimawandel, aber anstelle den Haupthahn zu suchen, nämlich die Frage, was machen wir eigentlich ursächlich, klingeln Sie aufgeregt bei allen Nachbarn und erzählen, dass Sie neue Eimer und neue Lappen angeschafft haben. So bekämpft man nicht den Klimawandel, die Klimafolgen vielleicht, aber nicht das tatsächlich, was dem zugrunde liegt. Ich will ganz klar sagen, Klimprax ist ein gutes Projekt vom Hallnuck. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtige und wirksame Hinweise gibt. Aber wenn wir uns um den Klimawandel kümmern wollen, dann müssen wir natürlich auch sagen, was schafft da eigentlich ursächlich Abhilfe. Und das sind eigentlich nur 2 Maßnahmen, und das wissen wir alle sehr, sehr gut. Das ist die Freisetzung von CO2-Gasen endlich auf Null zu bringen und die bereits emittierten Treibhausgase wieder zu binden, unter anderem durch Baumpflanzung und Ähnliches. Und das wissen natürlich auch die GRÜNEN, und das weiß auch die Hessische Landesregierung. Sie haben aber ein Problem damit, über ihre Erfolge im Klimaschutz zu berichten. Gebetsmühlenartig lobpreisen Sie Ihren integrierten Klimaschutzplan 2025 aus dem Jahr 2015. Und es gibt wohl keine Journalistin, die nicht weiß, dass dieser Plan 140 Maßnahmen hat und dass man selbstverständlich auf einem guten Weg sei. Wenn wir aber mal wirklich nachfragen, wie viele Tonnen CO2 jede Maßnahme einspart, welche funktionieren und welche nicht und wie viel Geld für jede einzelne Maßnahme ausgegeben wird, dann erfährt man genau nichts. Seit 3 Jahren versuchen wir der Landesregierung, Antworten über ihre Erfolge und Misserfolge abzutrotzen. Die Antworten sind aber, wir haben keine Daten, wir können es nicht sagen, und evaluiert wird erst ab 2021. 5 Jahre läuft dieser Plan schon, und Sie können nichts Substanzielles sagen. Und in Anbetracht der Bedeutung des Klimaschutzes für uns alle ist das aus unserer Sicht unverantwortlich, es ist unsäglich, es ist ein Skandal, und es offenbart die riesige Unfähigkeit, ja, es offenbart das Eingeständnis Ihres Scheiterns. Wenn Sie aufmerksam die Presse von gestern verfolgt haben und in der Klimadebatte dabei sind, dann wissen Sie, der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat letzte Woche dargelegt, dass Deutschland 2038 sein CO2-Budget aufgebraucht hat und bis dahin klimaneutral sein muss. Die Hessische Landesregierung operiert mit einem Plan für das 2-Grad-Ziel, nicht für das 1,5-Grad-Ziel. Und die Klimaneutralität soll aus Ihrer Sicht 2050 erst hergestellt werden. Das ist deutlich zu spät. Das wissen wir alle. Und es wird kaschiert damit, dass Sie jetzt berichten, welche Maßnahmen der Nachsorge Sie treffen. Dass sie notwendig sind, bezweifelt gar keiner.
Aber was Sie an der Stelle verschweigen, ist Ihr Versagen im Bereich der Prävention. Da müssten Sie deutlich nachlegen. Das habe ich heute hier völlig vermisst. Es geht also nicht nur darum, beim Wasserrohrbruch sich darum zu kümmern, wie ich das Wasser wieder aufnehme, sondern endlich den Haupthahn abzustellen. Und das vermisse ich bis heute. Vielen Dank.